Ich fühlt sich getrennt an. Ich ist aufgewacht in dem Gefühl, ein getrenntes, ein Einzelwesen zu sein. Ein Wesen mit einem besonderen Namen oder mit einem Namen, einem einzigartigen Körper, einzigartigen Anschauungen von der Welt. Und dieses Gefühl, getrennt zu sein, geht einher mit dem Gefühl, sich unsicher zu fühlen. Denn wenn ich ein kleines Selbst in einer großen Welt oder in einem großen Universum bin, könnte es ja sein, dass ich mich schützen muss von dem ich mich getrennt fühle. Also habe ich Angst und notfalls kämpfe ich um mein kleines getrenntes Selbst mit Gewalt. Oder auch nicht, wer weiß es. Wenn ich ziemlich ängstlich bin, kämpfe ich auch nicht. Nun, wer veranstaltet dieses? Wer lässt den Körper in der Früh erwachen und lässt dieses Gefühl von Getrenntsein entstehen? Wer tut dieses? Wer ist der Schöpfer oder der Schöpfer von diesem Erlebnis, getrennt zu sein? Ist es der Kleine, der sich getrennt fühlt? Aber gleichzeitig ist es so unangenehm, dass ich da raus will. Nein, ich will nicht allein und getrennt sein. Ich will gegen dieses Leiden kämpfen. Wie komme ich dazu, mich wieder ganz oder wohl zu fühlen? Wie kann ich so... Oh, und dann vielleicht fange ich an, viel Geld mir zu besorgen, um mich sicherer zu fühlen, oder baue mir eine Festung, erschaff mir eine Armee, die mich absichern kann, bloß weil ich mich nicht klein und getrennt fühlen will und Angst habe, dass mir was passieren könnte. Doch wer erlebt diese Trennung? Sie ist zwar so intensiv, so, oh, dass sie nur im Vordergrund steht und ich wirklich dran glaube. Ich bin dieser getrennte Typ da, der die Welt erlebt. Vor allem im Verstand. Naja, keine Ahnung, ist halt das Spiel, sich getrennt zu fühlen, und trotzdem taucht immer alles gleichzeitig auf. Das getrennte Individuum kann nicht unabhängig von einer Welt auftauchen. Und in der Wahrnehmung, die den Getrennten wahrnimmt und die Welt, ist immer beides zusammen da, nie getrennt. Nie getrennt. Und trotzdem die Erfahrung von Trennung. Nie getrennt. Und trotzdem die Erfahrung von Trennung. In der Wahrnehmung ist nie etwas getrennt. Denn alles ist immer in diesem Moment als das da, so wie es ist. Und wer fühlt sich getrennt in der Wahrnehmung? Und wer wird dann als getrennter wahrgenommen? Und wer leidet unter dieser Erfahrung? Leidet die Wahrnehmung unter dem, was sie wahrnimmt?